Hey Leute und willkommen zu einem neuen Animal Crossing New Horizons Video, in dem ich euch heute kurz die wichtigsten Infos zum Osterevent mitteilen möchte, welches heute gestartet ist. Das Oster- bzw. Bunny Day Event läuft bis zum 12. April. In diesem Zeitraum könnt ihr auf eurer Insel eventbedingte und limitierte DIY-Rezepte bzw. Items und Klamotten finden. Bedeutet, wenn das Event vorbei ist, habt ihr bis nächstes Jahr keine Möglichkeit mehr, an die Items ranzukommen. Anscheinend auch nicht durch Time Traveling, da die Events durch Updates aktiviert und deaktiviert werden. Außerdem habt ihr in diesem Zeitraum einen Special Guest bei euch auf der Insel. Sein Name ist Oz und ja, er ist ein Hase und hat eine übelst zicke Cap auf jeden Fall. Oz wird euch die Aufgabe geben, alle Eventmöbel im Zeitraum des Events herzustellen. Wenn ihr das schaffen solltet, bekommt ihr am 12. April eine besondere Belohnung. Was das genau ist, weiß man bis jetzt noch nicht. Die speziellen DIY-Rezepte findet ihr zum einen bei euch am Strand, aber auch in den Geschenkballons. Zudem sprechen euch wie sonst auch regelmäßig die Bewohner an, um euch das ein oder andere DIY-Rezept zu schenken. Um die Eventmöbel oder Klamotten dann auch herstellen zu können, braucht ihr verschiedene Arten von Glückseier. Die wachsen zum einen auf euren Bäumen, aber zum anderen bekommt ihr sie auch durch das Abbauen von Erzen, durch Holzhacken, durch Fischen und durch das Zerschießen von Ballons. Besonders die Geschenkballons werdet ihr in den nächsten Tagen sehr viel am Himmel sehen. Daher kann ich euch empfehlen, eventuell eine Backup-Schleuder mit im Inventar dabei zu haben. Das Event ist zudem nicht auf eure Insel beschränkt, sondern ihr könnt zum Beispiel auch auf eine Meileninsel fliegen und von dort aus weiter Eier farmen. Ich hoffe, das kleine Update-Video hat euch geholfen bzw. gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem ersten Animal Crossing Event und ja, haut rein, bis dann und ciao.